Nachdem Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus: Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. Und wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbar machen. Das wird bald geschehen. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden sagte, muss ich auch euch sagen. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso, wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Herr, sagte Simon Petrus, wohin gehst du? Wo ich hingehe, erwiderte Jesus, dahin kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber später wirst du mir dorthin nachfolgen. Herr, entgegnete Petrus, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich bin auch bereit, für dich zu sterben. Dein Leben willst du für mich lassen? Erwiderte Jesus. Ja, ich versichere dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Die ersten beiden Verse, die wir gerade gelesen haben, die wollen wir uns nochmal angucken. Verse 31 und 32. So we want to look again at the first two verses that we just read, verses 31 and 32. Denn diese Verse leiten sozusagen das Ende vom Leben von Jesus ein. Because these two verses in a way begin the end of Jesus' life. Vers 31, da sagt er, nachdem Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. So when he had gone out, Jesus said, now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. Und dann in Vers 32, und wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbar machen. Das wird bald geschehen. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself and glorify him immediately. Es gibt kein Zurück mehr. There's no way back. Judas hat den Raum verlassen. What's his name in English? Judas. Judas. Judas left the room. Und das, was passieren muss, wird jetzt passieren. And what has to happen, happened, or will happen now. Jesus hatte Judas noch eine letzte Chance gegeben. Jesus gave Judas one last chance. Und Judas hat sie nicht genommen. Er hat den Raum verlassen. And Judas didn't take it. He left the room. Und dann sagt Jesus, das, was passieren muss, wird jetzt passieren. And then Jesus says, what has to happen will now happen. Er wird verraten werden. He will be betrayed. Die Soldaten werden kommen und ihn verhaften. The soldiers will come and take him. Er wird gegeißelt werden. He will be punished. Er wird vor Pilatus stehen. He will stand in front of Pilate. Die Juden werden rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. The Jews will shout, crucify him, crucify him. Er wird zum Kreuz gehen. He will go to the cross. Und er wird dort gekreuzigt und er wird sterben. And he will be crucified there and he will die. Aber er wird auch am dritten Tage auferstehen. But also he will be resurrected on the third day. Das ist das, was Jesus damit meint, wenn er sagt, dass er jetzt verherrlicht wird. That's what Jesus means when he says he will be glorified now. Er sagt jetzt geht es los. He says immediately. Und wenn wir all diese Dinge hören, was passieren wird, dann denken wir, boah, jetzt wird Jesus gedemütigt. And when we hear all these things, we might think, okay, now Jesus will be humiliated. Jetzt wird er leiden müssen. Now he will have to suffer. Wir denken an all die Dinge, die passieren werden und denken, er wird verhaftet, er wird Schmerzen ertragen müssen. We think about all the things that have to happen. He will be taken by the soldiers and he has to endure pain. Aber hat Jesus ein Wort davon erwähnt? But did Jesus mention like any of that? Nein, was sagt Jesus? Was passiert jetzt? No, what is he saying? What will happen now? Jetzt werde ich verherrlicht. Now I will be glorified. Er sieht das Ganze nicht als Leiden, sondern er sieht es als Verherrlichung Gottes. All of it he doesn't see as suffering, but he sees it as glorification of God. Und in dieser Situation wird das Herz von Jesus so deutlich. And the heart of Jesus is so apparent in this situation. Die Liebe Gottes, die durch das Kreuz demonstriert ist, wird so sichtbar in diesen Worten. The love of God that is in the cross is so visible here in those words. Und
wenn ich das lese, dann muss ich an Johannes 3, Vers 16 denken. And when I read this, I have to think about John 3, verse 16. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Wie hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt? How did God show his love to the world? Durch das Kreuz. Through the cross. In Römer 5, Vers 8 steht, aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. In Romans 5, Vers 8, it says, but God demonstrated his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Wir können das Kreuz nicht begreifen. We can't understand the cross. Wir können nicht verstehen, wie kann es sein, dass dieses Leiden Verherrlichung bedeutet? We can't understand that it is possible that the suffering means glorification. Und wir oftmals sehen wir das Kreuz durch menschliche Augen. And often we see the cross through human eyes. Das funktioniert nicht. Die Bibel sagt uns, dass es nicht funktioniert. And it doesn't work that way. The Bible also tells us that it doesn't work. In 1. Korinther 1, Vers 18 steht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. In 1. Corinthians 1, Vers 18 it says, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Für uns sieht es so aus, Judas, du hättest diese Chance ergreifen müssen und alles wäre anders gekommen. For us it looks like, Judas, you just had to take this chance that Jesus gave you and everything would have been different. Aber Jesus sagt, nein, so musste es kommen. Jetzt werde ich verherrlicht. Jetzt wird der Vater verherrlicht durch mich. But Jesus says, no, it had to be like this. Now I'm going to be glorified. Now the Father is glorified through me. Guckt euch nochmal die ersten beiden Verse an, 31 und 32. Look again at the first two verses, 31 and 32. Welches Wort, und so könnt ihr übrigens eure Bibel lesen, welches Wort sticht für euch heraus? And you can actually read your Bible this way. Which word is, just jumps at you? Glorified, verherrlicht. Glorified. Fünfmal in zwei Versen sagt Jesus dieses Wort. Jesus says this word five times in just two verses. Lass uns nochmal lesen. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Let's read it again. So when he had gone out, Jesus said, now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and glorify him immediately. Also, wofür steht das Kreuz nochmal? So what does the cross stand for again? Für die Liebe Gottes zu uns, die Liebe Gottes zu dir. Stands for the love of cross, love of God to us. Das dieses Kreuz ist ein Zeichen für dich von seiner Liebe. This cross is a sign to you of his love. Aber Jesus selbst sagt zu uns, dass das nicht nur Zeichen von seiner Liebe für dich ist, sondern es verherrlicht ihn und den Vater. But Jesus also says that this is not just a sign of his love, but it also glorifies the Father. In der Liebe Gottes, wenn du die Liebe Gottes für dein Leben annimmst, dann verherrlichst du damit Gott selbst und Jesus. If you accept the love of God, then you glorify God and Jesus. Und Gott zeigt uns seine Liebe, indem er seinen Sohn verherrlicht. And God shows us his love by glorifying his son. Denkt an das und dann lasst uns die nächsten Verse lesen. Vers 33. Think about this and then let's read the next verse 33. Jesus sagt, ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden sagte, muss ich auch euch sagen. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Little children, I shall be with you a little while longer. You will seek me, and as I said to the Jews, where I am going, you cannot come. Jesus lässt in diesem Kapitel 13 mehrere, ich sag's einfach, Bomben hochgehen. Ich
überlege manchmal, ob YouTube uns dann blockiert. Well, okay, so Jesus, yeah, what is the like English translation? Well, he drops a bomb. Jesus drops a bomb. Well, twice, actually. Multiple ones in this verse. Das ist die zweite Bombe, die Jesus hochgehen lässt. This is the second bomb that he lets. Also drops. Verbale Bombe. Verbal ja? Bomb. Also nicht, dass mich einer falsch versteht. Das erste Mal hat Jesus gesagt, dass einer seiner Jünger ihn verraten wird. The first time was when he said that one of his disciples would betray him. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Jünger sich gefühlt haben müssen. And you can imagine maybe how the disciples must have felt. Da waren weniger als hier. There were less people than here. Und einer von uns wird Jesus verraten. And one of us will betray Jesus? Wir haben darüber gesprochen. Und jetzt sagt er, ich werde euch verlassen und ihr könnt nicht mit mir kommen. We talked about that. And now he says, I will leave you and you cannot come with me. Und seht mal, wie Jesus hier seine Jünger bezeichnet. And look at how Jesus calls his disciples here. Er nennt sie Kinder oder im Englischen sogar kleine Kinder. He calls them little children. Und das ist das einzige Mal überhaupt in der ganzen Bibel, dass Jesus seine Jünger Kinder nennt. And that's the only time in the whole Bible that Jesus calls his disciples children. Ich glaube nicht, dass er in diesem Moment herablassend ist. I don't think that he is looking down on them in a way. Sondern ich glaube, dass es hier um sein Erbe geht. But I believe that it is about his inheritance. Ich glaube, dass er seinen Jüngern hier was hinterlassen möchte. I think he wants to leave something behind for his children here. Und er sagt, hey, Kinder, ich habe was für euch. And he says, hey, children, there's something I have for you. Und was hat er für sie? Das sehen wir jetzt in den nächsten Versen. And what is it that he has for them? We see that in the next verses. Vers 34 und 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Verses 34 and 35. By a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Seine Hinterlassenschaft oder sein Erbe ist ein neues Gebot, das er ihnen gibt. His inheritance is a new commandment that he gives them. Und das neue Gebot ist, liebt einander. And the new commandment is, love one another. Ihr Jünger, liebt einander. Disciples, love one another. Und wir sind seine Jünger, wir sind seine Nachfolger, wir sind dazu berufen, diesem neuen Gebot zu folgen. And we are his disciples, we are his followers and we are called to live by this new commandment. Aber wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass dieses Gebot gar kein neues Gebot ist. But if you know the Bible a little, then you might have noticed that this is not really a new commandment. Sagt das Alte Testament, dass wir andere lieben sollen? Does the Old Testament say that we should love one another? Ja, ja. Jesus zitiert sogar das Alte Testament. Yes, Jesus is even quoting the Old Testament. Er sagt, dass dieses Gebot sogar so wichtig ist, wie Gott zu lieben. He says that this commandment is even as important as to love God. In 3. Mose 19, Vers 18 steht es. Leviticus 19, Vers 18, it says, Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Ich bin Jahwe. You shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. We should love our neighbor like ourselves. Das Wort, was hier verwendet wird, um neu zu sagen, ein neues Gebot gebe ich euch. The word that is used here to say new, a new commandment I give to you. Ist nicht unbedingt das wirkliche Wort für neu. It's not really the real word new. Sondern es bedeutet frisch. But it means fresh. Nicht abgenutzt. Not used. Wir können das sozusagen übersetzen. Ich gebe euch ein frisches Gebot. We could translate it with saying, I give you a fresh commandment. Aber was ist denn so frisch an diesem Gebot? Liebt einander. But what is so fresh in this commandment? Love one another. Das Ausmaß
und die Interpretation des Gebots. The size of that commandment or the extent of that commandment. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist limitiert. Love your neighbor like as yourself is limited. Denn nicht jeder Tag ist gleich für dich. Because not every day is the same for you. Es gibt bestimmt Tage, da würdest du von dir selbst sagen, oh, ich kann mich jetzt gerade nicht so wirklich lieben. There are probably days where you might say, oh, okay, I can't really love myself right now. Da kann man auch drüber diskutieren, ob man durch seinen Selbsthass sich dann doch irgendwie selbst liebt. And also like have a discussion about whether you can or if you still love yourself through hating yourself. Aber können wir darüber einstimmen, dass wenn wir Probleme mit uns selbst haben, dass es uns nicht so leicht fällt, andere dann zu lieben? But can we agree upon that if we have problems with ourselves, it's not as easy then to love others? Wir sollen unseren Nächsten so lieben wie uns selbst. Das ist limitiert. We should love our neighbor as ourselves. That is very limited. Aber Jesus sagt uns, wir sollen andere Christen so lieben, wie er uns geliebt hat. But Jesus tells us we should love other Christians as he loved us. Ist das limitiert? Is that limited? Kein bisschen. Not at all. Jesus hat alles gegeben. Jesus gave everything. Er hat seine Liebe bewiesen am Kreuz. He showed his love on the cross. Er ist bis ans Kreuz gegangen, bis in den Tod. He went all the way to the cross to death. Für die, die ihn hassen. For those who hate him. Er hat uns geliebt, obwohl wir ihn noch hassen. He loved us even though we still hated him. Das ist die ultimative Demonstration von Liebe. That's the ultimate demonstration of love. Und Jesus sagt uns auch, dass darin, in dieser Demonstration von Liebe, die Herrlichkeit Gottes offenbart wurde. And Jesus is also telling us that in demonstrating this love, the glory of God was demonstrated. Und da kommt wieder unser Jahresvers rein aus Hiob. And in here we can again look at our verse for this year from Job. Denn darin haben die Leute Gott gesehen. Because in that the people saw God. Die Leute haben Gott darin gesehen, dass er uns so sehr geliebt hat. People saw God in that he loved them so much. Und die Leute können immer noch Gott darin erfahren, in dieser Liebe. And even now, people can see God in this love. Aber er gibt uns diese Aufgabe jetzt. But now he gives us this task. So wie er uns geliebt hat, so sollen wir einander lieben. Like he loved us, the same way we should love others. Wir lesen das so schnell drüber manchmal. And we read like over this part so fast sometimes. Aber das ist riesig, unerreichbar. But this is just like really big. It's like we can't really reach it. Wie sollen wir als Menschen jemand anderen so lieben, wie Gott uns geliebt hat? How should we as humans love another person the way that God loves us. Aber wenn wir dieses Motto für 2023 haben, dass wir sagen, wir wollen Gott auf neue Art und Weise sehen und erleben. But if we have this verse for 2023 that we want to experience God and see God in a new way. Und ich habe das nicht geplant, dass das unser Kapitel für heute ist. And I didn't plan that this would be the chapter for today. Aber ich sag euch, das ist der Schlüssel dieses Jahr. But I'll tell you that this is the key for this year. Das ist der Schlüssel, wie wir am Ende des Jahres sagen werden und wir haben Gott gesehen. This is the key to that we can say at the end of the year that we have seen God. Dass wir als City Light Hamburg einander lieben lernen. That we as City Light Hamburg learn to love one another. Wie sollen wir einander lieben? How should we love one another? So wie Jesus uns geliebt hat. Like Jesus loved us. Er legt sein Leben für dich nieder. He lays down his life for you. Bist du bereit, ganz ehrlich, bist du bereit, dein Leben niederzulegen für die Geschwister? Honestly, are you ready to lay down your life for your neighbor? Na, brothers and sisters. Brothers and sisters. Das ist nicht leicht. Manchmal ist es sogar leichter, unser Leben für den Nachbarn niederzulegen. And that's not easy. Sometimes it's even easier to lay down your life for your neighbor.
Weil Christen können nervig sein. Because Christians sometimes can be really annoying. Aber Gott hat uns dazu berufen, einander zu lieben. But God called us to love one another. In diesem Kapitel 13 haben wir gesehen, wie Jesus uns dient. In this chapter 13 we saw how Jesus is ministering to us. Das erste, was er tut in diesem Kapitel, ist, dass er den Jüngern die Füße wäscht. The first thing that he does in this chapter is that he washes the feet of the disciples. Viele Überschriften in vielen Bibeln haben sogar der dienende, liebende Knecht. Many like headlines in the Bible even have says some things like the serving or the server. Yeah, the loving servant. The loving servant. Yeah. Das ist Jesus. Er ist der liebende Knecht. That is who Jesus is. He's the loving servant. Er liebt dich und er dient dir. He loves you and he serves you. Wie kannst du andere um dich herum, die anderen Christen um dich herum lieben? How can you love the other Christians around you? Fang an, ihnen zu dienen. Start by serving them. Das ist ganz einfach. It's really easy. Es ist nicht ein Gefühl, was du irgendwo aus deinem Herzen rauskramen musst. It's not a feeling that you have to somehow find inside of your heart. Und dann sagst du, oh Tim, ich liebe dich so. And then you say, oh Tim, I love you so. Das ist einfach falsch. That is just wrong. Es hat damit zu tun, es fängt damit an, dass du eine Entscheidung triffst, anderen zu dienen. It has to do that you make a decision to serve others. Die Frage ist, wo dienst du anderen? And the question is, where do you serve others? In 1. Johannes 4, Verse 9 bis 12, in sehr ähnlicher Abschnitt. In 1. John chapter 4, verses 9 to 12, there's a very similar passage. Da steht, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist uns zum Ziel gekommen. God showed how much he loved us by sending his one and only son into the world so that we might have eternal life through him. This is real love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son as a sacrifice to take away our sins. Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love one another, each other. No one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us, and his love is brought to full expression in us. Keiner hat jemals Gott gesehen, steht hier. It says here that no one has seen God. Aber wenn du andere liebst, dann sehen Leute Gott in dir. But if you love others, then they will see God in you. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die du heute treffen kannst, anderen zu dienen. And that's a very conscious decision that you can take today to serve others. Und das gibt uns einen ganz neuen Blick auf Gemeindeleben. And that opens up a very new way or view church life. Denk mal an einen Gottesdienst. Denk mal an einen Sonntag. Think about a service. Think about a Sunday. Wie kannst du dienen? How can you serve? Wie dienst du vielleicht? How are you serving? Wer dient dir? Who is serving you? Und kommst du, um zu nehmen oder kommst du, um zu geben? And are you coming to take or are you coming to give? Wenn du mal ein Fallbeispiel haben möchtest von dem perfekten Gottesdienst. If you want to have an example of the perfect church service, dann sagt die Bibel gibt dir den perfekten Gottesdienst. Then the Bible gives you the perfect service. Die Bibel sagt sogar, das ist der perfekte Gottesdienst. In anderen Worten etwas. In different words, the Bible says, this is the perfect service. Aber schreibt euch das gerne auf. Perfekter Gottesdienst, lest mal Römer 12. But write this down if you want. The perfect church service, then read Romans chapter 12. Da seht ihr aufgelistet, wie ein Gottesdienst auszusehen hat. There you can see and read how a church service should look like.
Und in Römer Kapitel 12, Verse 9 bis 11 steht Folgendes. And in Romans chapter 12, verses 9 to 11, it says the following. Unter anderem, Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest, seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Und jetzt, übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Werdet im Fleiß nicht nachlässig, lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Übertrefft einander. Andere Übersetzungen sagen, dass wir einander im Dienen übertreffen sollen. Outdo one another. Some translations say that we should outdo one another in serving. Wir haben das heute, wir haben heute ein Experiment bei uns in der Hench-Familie. In our family we have this experiment today. Wir versuchen uns im Dienen einander zu übertreffen. We are trying to outdo each other in serving. Und am Ende des Tages wollen wir versuchen, mal zurückzublicken. Und dann kann ich euch nächste Woche sagen, wie es gelaufen ist. And then after that day we want to like look back and next week I can tell you how it worked. Aber stellt euch vor, wir würden versuchen, einander im Dienen zu übertreffen. But just imagine that we would try to outdo one another in serving. Wir würden sonntags hier hinkommen und wir würden nicht als, meine Kinder nehmen das als Herausforderung natürlich, so sollen wir es nicht machen, aber weil aus unserem Herzen heraus es kommt. And my kids take this as a challenge and we shouldn't do it that way, but it should come out of our hearts. Dass wir einander dienen. That we serve one another. Wie würde unsere Gemeinde dann aussehen? Imagine what would our church look like then. Und das ist eine Entscheidung. And this is a decision. Und die können wir heute treffen. We can make this decision today. Aber da liegt eine große Gefahr drin. Und die sehen wir jetzt. There is a great danger in that and we'll see that now. Vers 36 bis zum Schluss, bis 38. Herr, sagte Simon Petrus, wohin gehst du? Wo ich hingehe, erwiderte Jesus, dahin kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dahin nachfolgen. Herr, entgegnete Petrus, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich bin auch bereit, für dich zu sterben. Dein Leben willst du für mich lassen? Erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Simon Peter said to him, Lord, where are you going? Jesus answered him, where I am going, you cannot follow me now, but you shall follow me afterwards. Peter said to him, Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for your sake. Jesus answered him, will you lay down your life for my sake? Most assuredly, I say to you, the rooster shall not crow, till you have denied me three times. Petrus war bereit, für Jesus zu sterben, ihm alles zu geben. Peter was ready to give everything and to die for Jesus. Er sagt, ich bin auch bereit, für dich zu sterben, Herr. He says, I am also ready to lay down my life for you. Genauso wie wir vielleicht nach so einer Predigt sagen, ich bin bereit, jetzt gebe ich alles für die Gemeinde. Same as we might say after a sermon, now I'm ready, I'm going to give everything for the church. Und was sagt Jesus? And what does Jesus say? Du bist bereit, alles zu geben, du bist bereit, dein Leben niederzulegen für Tim? He says, you're ready to give everything, you're ready to give down your life for Tim? Noch. I was waiting for that answer. Amen. Jesus sagt, noch bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du Tim verleugnet haben. Ja, du bist halt hier. Was soll ich machen? Dreh den Spieß doch einfach um. Das wäre nicht mehr true translation. Jesus says, like, before the rooster shall crow three times, you will have denied me three times. Sehr gut. Seine Entscheidung beruht auf Emotionen. His decision is based on emotions. Unsere Entscheidungen in der Gemeinde basieren so oft auf Emotionen. So often our decisions also in the church are based on emotions. Vielleicht hast du gute Vorhaben für 2023. Maybe you made good
plans for 2023? Und vielleicht haben die schon drei Wochen durchgehalten, deine guten Vorhaben. Maybe you already succeeded with those plans for the past 3 weeks. Vielleicht aber auch nicht. But maybe not. Ich werde nicht fragen. I'm not gonna ask. Aber Jesus kannte das Herz von Petrus besser als er selbst. But Jesus knew the heart of Peter better than Peter himself. Und Jesus kennt dein Herz besser als du selbst. And Jesus knows your heart better than you yourself. Glaubt ihr mit mir zusammen, dass Petrus meinte, was er hier sagt? Do you think that Peter meant what he said there? Ja. Yeah. Petrus hat nicht ein bisschen gezweifelt, dass er bereit gewesen wäre, für Jesus zu sterben in diesem Moment. I don't think that Peter doubted at all that he would be ready to die for Jesus at this moment. Am selben Tag hat er ihn verleugnet. On the same day he denied him 3 times. Und Leute, ich kann mich hundertprozentig eins machen mit Petrus. Das ist mir so oft schon passiert. And I can really understand Peter here. It happened to me so many times already. Ja, nie wieder. Ab jetzt wird alles anders. Lord, never again. Now everything will change. Und dann am selben Tag. And then on the same day. Aber später erleben wir einen anderen Petrus. But later we'll meet a different Peter. Ein paar Kapitel später werden wir sehen, dass Petrus auf einmal aufsteht und vor 3000 Leuten predigt. Few chapters later we'll see that Peter suddenly stands up and preaches in front of thousands of people. Ja, noch mehr als 3000. 3000 haben ihr Leben Jesus gegeben an dem Tag. More than 3000. 3000 gave their life to Jesus on that day. Aber wisst ihr, wo der Unterschied ist? But you know where the difference is? Jesus musste zuerst für Petrus sterben, bevor Petrus für Jesus sterben konnte. First, Jesus had to die for Peter before Peter could die for Jesus. Daraus kam die Kraft für seine Entscheidung. That's where the strength for his decision came from. Und wisst ihr, was der Unterschied zwischen Petrus und uns ist? And you know where the difference is between Peter and us? Jesus ist für uns gestorben. Jesus did die for us. Wenn du deine Entscheidung heute nicht auf deiner Kraft basierst oder deinen Emotionen, if you make your decision today not based on your own emotions, sondern du weißt, dass du es selbst nicht kannst, or your strength, but you know that you alone can't do it. Aber du sagst, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. But you say, Lord, I believe, help my unbelief. Herr, ich kann's nicht, aber ich will bereit sein, dir zu dienen. Lord, I can't do it, but I want to be ready to serve you. Wenn deine Entscheidung auf Gottes Geist in dir basiert. If your decision is based on God's spirit inside of you. Dann werden wir als Gemeinde schaffen, am Ende des Jahres 2023 zu sagen, City Light hat Gott gesehen in diesem Jahr. Then as a church, we will be able to say at the end of this year, City Light saw Jesus. Tertullian war einer der frühen Christen. Er lebte so 150 nach Christus. Tertullian. 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 Tertullian was an early Christian. He lived 150 after Christ. Er war einer der frühen Kirchenväter. He was one of the early church founders. Ja. Und er lebt in Nordafrika und er schreibt an die Heiden in seiner Region. And he lived in Northern Africa and he was writing to the pagans in his area. Und er versucht sie vom Christentum zu überzeugen. And he tries to tell them about Christianity. Und wisst ihr, was eins der Hauptargumente war, das er gebraucht hat? You know what one of the main arguments was that he used? So 180 Jahre nach Christus. So 180 years after Christ. Er schreibt über die Christen und er sagt, Leute, guckt euch diese Christen an. Und er sagt, seht, wie sie einander lieben. And he writes about the Christians and says, look at the Christians and says, look how they love one another. Und ich wünsche mir so sehr für City Light und für dieses Jahr, dass Leute über uns sagen können, dass ich rausgehen kann und dass ich einen Brief schreiben kann und sagen kann, kommt mal hier hin. Guckt euch an, wie wir einander lieben. And I wish for City Light and for us that that I can go outside and write a letter and say, come here and look how much we love one another. Wie wir einander dienen. And how much we serve one another. Hier ist keiner, der einfach nur kommt und sitzt, sondern alle bringen wir unsere Gaben und
benutzen sie zur Verherrlichung von Jesus. There's no one here that just comes and sits, but everyone comes and brings their gifts to glorify Jesus. Amen. Amen. Amen.